Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ArcAge. So, ich habe mich im Off den langen Weg Richtung Nuya-Startgebiet gemacht. Ich bin jetzt hier auf der Farm, wo die Nuya ihr Mount bekommen, ihr erstes. Und zwar reiten ja die Nuya standardmäßig auf Pferden. Und ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich mir definitiv noch ein Pferd holen möchte. Tatsächlich werde ich mir zwei holen. Und zwar möchte ich gerne dieses Graue haben, weil die sind jetzt nicht wirklich teuer. Boah, hier kann man wirklich mal sehen, dass ich wirklich ein Zwerg bin. Das Braune gefällt mir tatsächlich leider überhaupt nicht. Und das hier möchte ich mir auch noch holen. So sehen die Kleinen aus im Babyalter. Sehen eigentlich eher aus wie Esel. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht das Falsche hole. Das ist das Braune. Das ist klar, welches das ist. Ups. Und das ist das Erdfarbene. Okay, also das Erdfarben und das Graue, die möchte ich gerne kaufen. Die kosten nämlich gerade mal 10 Silber, das ist wirklich nicht viel. So, wo habe ich die jetzt? Da ist eins. Kann ich auch zwei gleichzeitig großziehen? Ja, das geht tatsächlich. So, Vita-Samen habe ich mir schon gekauft. Weil ich brauche halt die Vita-Wurzeln, um sie großzuziehen. Ich möchte mir auch noch einen Elch holen von den Elfen und ich möchte mir auch noch einen Jatta kaufen. So, ein Jatta ist allerdings tatsächlich recht teuer. Ein Jatta kostet 5 Gold im Vergleich jetzt zu denen hier, die wie gesagt nur 10 Silber kosten. Also die Anfangsmounts von den unterschiedlichen Rassen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, welches dieser Pferde euch am besten gefällt. Also mir gefällt leider das Braune, wie gesagt, gar nicht. Es gibt auf der Mirage-Insel, glaube ich, auch noch. Ich glaube, die gab es früher im Shop. Ich glaube, die gibt es jetzt nur noch auf der Mirage-Insel für 50 Gold. Gibt es noch Pferde, die ein bisschen schneller sind. Ein Schimmel, ein Rappe und ein Schecke. Die sind alle sehr, sehr hübsch. So. Ah, ist das nicht süß? Oh. Ah, es hat gewiehert. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen warten. Warte mal, nee, muss ich nicht. So, ich muss auch gleich noch Wasser holen. Oder hatte ich schon Wasser geholt? Nee, hatte ich noch nicht. Das machen wir jetzt mal gerade noch fix. Blub. Doch, ich hatte anscheinend... Ja, doch, genau da. Jetzt habe ich 6 Eimer Wasser. Macht nichts. Die gab es früher im Shop. Ich hatte mir nämlich das auf meinem ersten Account... Ah, jetzt bist du schon ein bisschen größer geworden. Ist es nicht süß? Okay, es ist ein bisschen motzig, weil, ne? Oh. Weil er Durst hat. Aber du kriegst schon was. Jetzt ist er noch dreckig. Jetzt müssen wir den noch waschen. Ich denke, ich werde einen Hengst und eine Stute machen. Wie mache ich denn zur Stute? Vielleicht mache ich das Graue zur Stute. Weiß ich noch nicht, wie kann ich sie ja nennen? Ich habe mir noch gar keine Gedanken um den Namen gemacht. Na, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mir einen Namen zu überlegen. Ah ja, genau, jetzt müssen wir mit dem Pferd tanzen. Stimmt, da war ja was. Und unser erstes Pferd ist schon mal groß. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir so als kleiner Zwerg auf so einem großen Pferd drauf sitzen. Und gleich macht's Puff und das ist auch groß. Puff. So. Gut. Ja, die können wir jetzt einsammeln. So, ach, die habe ich jetzt hier direkt reinbekommen. Bin ich ja mal gespannt. Also wir nennen wieder mal sie. Ui. Da muss sie ganz schön hochhüpfen, um da hochzukommen. So, ja, aber wir haben damit jetzt ein Pferd. Yay! Und wo konnte ich nochmal die Jattas kaufen? Bei denen nicht. Ging das beim Nutztierhändler? Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nicht, wie schnell übrigens der Hase ist. Und wie schnell... Jens ist auf jeden Fall ein Nutztierhändler. Huch. Nee. Zimmereihändler.
Ah ja, genau. Hier seht ihr die anderen Pferde. Hier ist der Schimmel, hier ist der Rappe und hier ist der Schecke. Die sind halt alle drei wirklich sehr, sehr schön. Und den Schimmel habe ich früher gehabt mit meinem Main, Calypso. Beziehungsweise den habe ich auch noch. Oh, hier. Was für Seitengänge der kann. Oder sie kann. Ich habe einen Namen für sie. Xenia. Xenia ist doch ein ganz hübscher Name, oder? Und wie nennen wir unseren braunen Gefährten? Habe ich auch eine Idee für. Aquavito. Hat man damals mal ein Pferd, was bei uns im Stall stand, der hieß so. So, aber ich glaube, ich mag jetzt gerade erstmal auf Xenia unterwegs sein. Oh Gott, ich hatte doch auch hier unten drin. So, ich habe noch gar keine Ausrüstung auch gekauft. Ich glaube, das geht auch bei dem Kerl, wo ich, Stallknecht? Nee, der sagt auch nicht zum Respawn. Checkiges Pferd. Wo konnte ich denn Ausrüstung kaufen? Ich würde gerne Ausrüstung kaufen. Farmvorsteher ist auch falsch, ne? Was ist das da oben? Der hat ein Auto auf dem Dach. Was zur Hölle? Das ist auf jeden Fall hier die Blausalzbruderschaft. Farmvorsteher, Nutztierhändler. Nee, komisch. Da muss ich bei Gelegenheit nochmal schauen. Aber da könnt ihr mir sonst bestimmt auch noch weiterhelfen. So, wir müssen den Teleporter benutzen, um uns in das nächste wichtige Gebiet zu teleportieren. Deswegen hatte ich auch gedacht, machen wir das jetzt mit diesen Pferden zuerst. Und dann machen wir es mit der Story weiter. Und wann anders würde ich mir dann eben mal noch einen Jatter und so einen Elch von den Elfen holen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir zwei von den Elchen hole bei den Elfen oder ob ich mir vielleicht auch alle drei hole oder nur einen. Muss ich mal schauen. Ich finde auf jeden Fall immer noch, dass es eher Hirsche sind als Elche. Ah, gut, du hast es geschafft. Ich fragte mich schon, ob es klug war, den Teleporter des Weisen einem jungen Mädchen zu übergeben, aber sie beharrte darauf, dich zu kennen. Die Weisen stehen im Schlackenmoor, das perfekte Versuchsgelände für die neue Moloch-Rüstung. Folge der Straße hinter dir nach Osten ins Moor und suche Meist, den Schüler des Eisens. Er informiert dich dann über die örtlichen Schwierigkeiten. Okay. Da unten. Okay. Nee, da, Schlackenmoor. Zwei Kronen. Bin ich denn jetzt? Ach, da unten. Okay, was haben wir hier? Sprich mit einem Relikthändler. Okay. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal. Gehen wir Richtung dieser Quest hier. So. Xenia hat gerade noch gar keine Erfahrungspunkte. Aber das wird sich ändern. So, hier kann jetzt auch das erste Mal wirklich PvP auf uns hineinbrechen. Du willst raus ins Moor? Weißt du denn nicht, was da draußen los ist? Die Toten kehren unter dem Befehl von Antalon selbst ins Leben zurück. Die Purpurarmee, die Auroria zerstört hat, steht schon vor unserer Tür. Pah, keiner glaubt mir. Oder du glaubst mir und bist ebenso verrückt wie die anderen. Schön, den nördlichen Weg entlang befindet sich ein Soldatenlager. Du kannst ihnen helfen, gegen die Toten zu kämpfen, wenn du unbedingt willst. Aber wenn du Vizekommandant Sinclair siehst, sag ihm, ich hab die Nase voll. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ein Deserteur also. So, so. Gut. Ach, es ist cool, mal mit dem anderen Mount unterwegs zu sein. Ich finde den Hasen super. Aber, ne, ich bin halt nur mal ein Pferdenarr. So. Und ich muss eigentlich sagen, dass unsere Zwergin auch gut aufs Pferd drauf passt. Ein Möhrchen. Oder? Das sieht doch auch gut aus. Feline auf dem Pferd. So, okay, da ist das Lager. Hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Also ist das jetzt unser nächster Quest-Hub.
Ich habe zugestimmt, die Festung zu errichten, aber all das Gerede über Dämonen und Untote macht mich verrückt. Ich werde nicht hierbleiben, um der Purpurarmee gegenüberzutreten. Er ist gut aussehend. Hey, bist du zum Lager unterwegs? Könntest du dann Wache Kelio ausrichten, dass ich weggehe? Sag ihm, er kann meine Bezahlung für diese Woche behalten. Ich gehe so weit weg von diesem Ort, wie meine Beine mich tragen. Okay. Die haben tatsächlich also anscheinend alle keine Lust mehr auf das, was hier gerade passiert. Louis Schild macht sich kampfbereit. Unsere Späher bestätigen, dass sich auf dem gesamten Kontinent seltsame Risse bilden. Tore ins Jenseits, durch die die Purpurarmee in unsere Welt gelangt. Antalons Streitkräfte dürfen hier auf keinen Fall Fuß fassen. Kämpfe mit uns. Wir werden dich gut belohnen. Okay. Ach, das ist so ein Mobilisierungsbefehl. Die dritte Welle jedes Blutrisses enthält Antalons Kommandanten. Dabei handelt es sich um mächtige Nekromanten, die jeweils eine Unzahl Untoter beschwören können. Nur wenige von Nuis Schild können es mit den Kommandanten und ihren Schergen aufnehmen. Wenn du sie besiegen kannst, ist das ein schwerer Schlag für Antalon. Oh, das war doch kein Mobilisierungsbefehl. Sorry, jetzt habe ich einfach eine Quest weggeklickt. Ja, wir haben ja noch einige, mit denen wir reden können. Da aber gerade meine Festplatte schon wieder ziemlich voll ist, würde ich mich für heute von euch verabschieden. Sorry, dass die Folge etwas kürzer ist, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, hier nochmal neue Mounts zu... großzuziehen und, ja, dann würde ich sagen, danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!